these class one cars are just pure joy to watch and to drive. And now we only have to focus on the new season, so let's get it started. Die Garagen der DTM sind erst einmal zu, auf unbestimmte Zeit. Stattdessen machen wir die PlayStation zur Race Station. Die RCCO Hashtag RaceHome Charity Racing Series, entstanden auf Basis der RCCO eSport Series, 15 Autos im Feld und diese beiden zeichnen dafür verantwortlich. Thomas Vogt und Mike Rockenfeller. Der DTM-Champion von 2013 und der Rekordmeister der Slotcar-Rennserie RCCO. 18 Titel, 106 Siege. Früher in der Chefredaktion bei Rally Racing und als Journalist auch immer wieder mit diversen Renneinsätzen. Wann Mike Rockenfeller wieder seinen DTM-Boliden pilotiert, ist offen. Deshalb nun Hashtag RaceHome für einen guten Zweck. Ja, die ganze Welt steht wegen des Coronavirus aktuell ziemlich still und so natürlich auch der Motorsport. Wir haben viele Freelancer, die im Motorsport arbeiten und die trifft es extrem hart, weil die haben plötzlich kein Einkommen mehr und deswegen ja wirklich schwierige Zeiten. Genau den Menschen würden wir gerne helfen mit unserem Projekt Hashtag RaceHome, das wir jetzt in ganz kurzer Zeit zusammen mit Audi aufgesetzt haben. Und was extrem cool ist, dass meine 5 Audi DTM-Fahrerkollegen direkt zugesagt haben und ich so mit denen ja jede Woche auf der PlayStation virtuell Rennen fahren kann und das Ganze, und das ist das Wichtigste, für einen guten Zweck. Also dann, it's Showtime.